Willkommen beim nächsten Mal und zurück zu etwas kurz online, dem Spiel mit Story und nur Story und kein Info-Zeug, wo ich mich andauernd irgendwelche dummen Technikfragen stelle, die mittendrin random vorkommen. Zum Beispiel in der letzten Episode, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich nicht doch in 1440p aufnehmen sollte, was dafür sorgen würde, dass das Interface insgesamt kleiner werden würde, mehr Bild da wäre. Hier ist übrigens auch noch so eine dumme Gruppen-Dungeon-Quest, Eldengrund. Das ist gleich die nächste Frage. Ich überlege ernsthaft, ob ich einfach alle 12, ich glaube es sind 12, öffentliche Verliese mal mache. Aber die haben, glaube ich, bis auf eine, wo ich schon war, haben die alle noch Quests offen. So, wir müssen auf jeden Fall zum Rotverhandelposten. Ich glaube, da war irgendwo im Norden, wenn ich mich recht entsinne. Hier war ich zum Beispiel noch nie in Katar. Da ist noch ein Haus. Ein Gorini-Anwesen. Ich habe mein Haus im Grunde noch nicht eingerichtet. Rotverhandelposten, genau, der ist da. Aber dann war das nicht sogar so ein Bandari-Ding? Also es war ursprünglich ein Bandari-Lager? Daran kann ich mich komischerweise noch erinnern, an den Ort. Es ist jetzt eine sehr diffuse Erinnerung, ne? Wahrscheinlich alles, was ich darüber weiß, ist komplett falsch. Aber ich erinnere mich halt an diesen Ort gewesen zu sein, was schon mehr ist, als man den meisten anderen Leuten, Orten sagen kann. So, gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall die Hochelfen, Waldelfen-Dienste finden. Ich schätze, wir sollten uns einfach umhören. Irgendwer muss doch Enalia kennen. Ja, oder, ich meine, das ist jetzt, wie alt bist du jetzt, Bursche? Das sieht halt irgendwie so aus, als wäre Mitte 40, ne? Vielleicht kennt jemand von der Belegschaft des Gasthauses Enalia. Oder erinnert sich zumindest an sie. Ja, vor allen Dingen haben doch Waldelfen auch eine Familien-Dingsbums, oder? Hallenvogt. Aber wir reden einfach mit Vaisar. Hallo. Die Vorräte und die Lieferungen sortieren sich nicht von selbst. Diese ist ziemlich beschäftigt. Ja, aber trotzdem auf ein Plöschchen aus. Das ist halt übrigens doch so ein Ding. Da fehlen mir irgendwie so realistische Berichte aus älteren Zeiten, weil das Ding ist. Das ist jetzt komplette Tangente. Die Produktivität pro Arbeiter in den letzten 50 Jahren oder 70 Jahren ist ja erheblich gestiegen. Also pro Person kriegst du jetzt viel mehr Arbeitsleistung raus. Die Löhne übrigens nicht, aber das ist jetzt ein anderes Sozialding. Aber die Frage, die sich mir dabei zusätzlich jetzt stellt, ist, das heißt aber auch, wenn die Produktivität früher niedriger war, war früher Arbeiten irgendwie cooler, weil du halt mehr Sozialzeug hattest, also wenn du aufstehst, auf so Leute reden, weil du halt einfach mehr Zeit hattest, doch mal zwischendurch zu unterhalten, so wie wir das jetzt gerade machen. Die Frau zählt hier gerade zwar durch, aber sie hat technisch gesehen die Zeit, diese dummen, sich kurz mit uns zu unterhalten, weil es ist einfach da. Und die Leute haben auch untereinander die Zeit. Während heutzutage, wenn du so ein Amazon-Lager anguckst, da hat keiner Zeit, mit irgendjemandem zu reden. Aber die Produktivität ist natürlich pro Person, ist natürlich klasse. Und du kannst halt maximal Geld rausholen. Gut, wir suchen namens jemanden nach Enaliet. Gibt es soweit ich weiß jemanden? Enaliet? Da kommt ihr mehrere Wochen zu spät. Das arme Ding. Vaisar war nicht hier, als es geschah. Nellor, dem Gastwirt, fielen fehlende Münzen auf und er gab Enaliet die Schuld. Er schickte sie einfach so weg, nachdem Enaliet so viele Jahre hier gearbeitet hatte. Sie würde niemals stellen. Du weißt nicht, wo sie hin ist. Wir suchen die nämlich. Schön, dass wir nur ein paar Wochen zu spät sind. Sie ist in den Wald gegangen. Die Waldelfen. Sie lieben die Bäume. Doch Enaliet ist nicht mehr jung. Diese sorgt sich. Vaisar glaubt, sie hat ihr Lager irgendwo südlich des Dorfs aufgeschlagen. Sie ist nicht mehr jung. Also zum Thema Langlebigkeit der Waldelfen, ne? Dieses ganze Altersthema kommt selten irgendwie raus, ne? Vor allem, weil... Habt ihr schon gehört, dass Rajins Umhang in der Falinesti Winterstätte entdeckt worden ist? Ich erinnere mich dunkel. Rajins Umhang? Ich schätze, es wäre zu einfach gewesen, wenn Enaliet noch in dem Gasthaus arbeiten würde. Dann lasst sie uns eben suchen. Sie hätte bei seiner Bergung ihr Leben gelassen. Das muss ein wirklich fieser Frosttroll gewesen sein. Südlich von dem Wald, ne? Okay, wir haben ja sogar ein Ding drin. Ich ahne, wenn es im Wald geht, dass wir halt nur Leichen finden, ne? Das ist halt immer ein bisschen deprimierend, weil das klingt dann irgendwie nach einer toten Spur. Vielleicht haben wir ja noch gelegen, die ganzen Arten umzubringen. Leider sprechen Bastis Follower-Quest oder seine Reaktionen auf bestimmte Sachen nicht unbedingt dafür, dass wir hier gerade den Adel von... Oh, hier ist ein Hirsesack? Okay, ich dachte, es wäre ein großer Sack. Ich habe anscheinend diese Himmelsscherbe nie mitgenommen. Aber es könnte durchaus sein, das ist ja die zweite Zone, wo ich jemals war, nach Auridon. Dass ich damals... Damals war das übrigens noch spannender, fällt mir gerade so ein. Damals den ersten 100 Episoden. Weil du konntest, wenn du auf Auridon warst, du konntest ja nicht einfach nach Gegradfahrt reisen, sondern du bist da erst angekommen, ne? Und dann nach Grünschatten. Also ich dachte, du hättest, glaube ich, durchreiten können, aber das war nicht so einfach. Du hättest ja nicht einfach einen Wegpunkt gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Müssen wir einen neuen Charakter machen, um zu aussehen, wie viele Wegpunkte man hat. Wenn, dann muss man trotzdem irgendwie noch durchreisen. Oh, sie lebt noch. Nice. Cool. Und die ist nicht mehr jung? Also das ist, ich meine, gut, das Gesicht hat wieder zigtausend Falten, aber
Ich wollte nur sagen, dass dieses ganze, das Elfendingerleben-Ding wird irgendwie selten irgendwie thematisiert. Es scheint irgendwie keinen zu stören und wieder dann gegangen der Ding. Hallo, Inaliert. Ich mag nicht mehr so rüstig sein, wie ich das einst war. Doch ich kann immer noch gut mit einem Bogen umgehen und ich kenne diesen Teil Gradwalds besser als die meisten. Ich kann schon auf mich aufpassen, wenn ich muss. Ja, ja, hier, ich habe hier meinen Kumpel Bastian mitgenommen. Du kennst ihn vielleicht unter Bastian. Halex, bist du durch die für Inaliert? Bastian? Aus dem kleinen Burschen ist so ein großer Kerl geworden. So viele Jahre habe ich mich gesorgt und mich gefragt, was aus ihm wurde. Es kam mir nie richtig vor, ihn bei den Silvels zu lassen. Er hätte zu seiner Schwester nach Wegesruh geschickt werden sollen. Und die Schwester hat davon nie erfahren? Ja gut, aber er hat ja die Info gekriegt, dass sie angeblich gestorben ist. Das stimmt nicht. Clarina hat den Grafen Auzin von Wegesruh geheiratet. Erst letztes Jahr habe ich einen Reisenden aus Sturmhafen nach ihnen gefragt. Er erzählte mir, dass es den Auzins und ihren Kindern gut geht. Wollt ihr damit sagen, dass der arme Bastian nie zu ihr geschickt wurde? Nope. Aufgenommen und aufgezogen. Das war aber nicht das, was seine Mutter wollte. Der Gedanke, dass Bastian wenigstens seine Schwester haben würde, war ihr in ihren letzten Tagen ein Trost. Und was ist mit den Juwelen, die sie ihm mitgegeben hat? Was hat Fürst Silvel mit Bastians Vermögen gemacht? Eine Schande. Ach, der arme Kerl. Ha, wir kommen der Sache näher. Der Adel von Glenumbra wird noch einiges erleben. Wahrscheinlich nicht, aber ich freue mich. Ich freue mich trotzdem darüber, dass es theoretisch die Möglichkeit gibt, eine fensterblutige Rachaxe zu haben. Die ganze Burg wird baden im Blut der Adligen. Irre Hochhelfenden. Ich bin gut in meiner Rolle. Ich bin auch ein Vampir, ne? Das passt alles mit dem Blutbad. Ich bin voll in meiner Rolle drin. Nur gut, warum eigentlich überhaupt sehen sie Welts? Die Beamten des Königs dachten, Fürstin Clarine könnte ebenfalls untreu sein. Sie befahlen mir, den kleinen Bastian zum Haus eines niederen Fürsten zu bringen und dort ein paar Monate zu lassen, bis man sicher sein konnte, dass Fürstin Clarine nichts mit Fürst Halix Verrat zu tun hatte. Also der König selbst hat mich aber noch mit Emmerich geredet. Vielleicht sollten wir mal direkt zu Emmerich latschen und ihm mal brühend heiß erzählen, was diese Welt so gemacht haben. Wir sind doch Best Buddies mit ihm, oder nicht? Jemand an seinem Hof hat das getan. Die Silvels hatten einen eigenen kleinen Jungen. Sie waren in der Nähe und ihre Treue stand nicht in Frage. Fürst Silvel war nicht allzu glücklich darüber, doch er willigte ein, Bastian aufzunehmen, bis die Sache geklärt war. Und die Juwelen? Fürst Silvel nahm sie zur sicheren Verwahrung an sich. Er hätte sie Bastian mitgeben sollen, sobald der Junge zur rechten Zeit zu Fürstin Clarine geschickt wurde. Ich weiß allerdings nicht, was geschah, nachdem ich entlassen wurde. Wir hätten direkt mal zum König latschen sollen, oder? Diese ganze Bastian-Story scheint mir halt so unnötig zu sein. Er kann nicht wissen, dass wir Best Buddies mit eigentlich allen Herrschern dieser Welt sind, ne? Das macht halt unseren Charakter, also mein Charakter in diesem Fall, ich bin mal ein bisschen Instagram, das macht halt meine Hochelfe so ein bisschen unglaubwürdig, ne? Wir sind die beste Freundin von eigentlich jedem König dieser Welt, von jedem Herrscher, von jedem Fürsten. Die Leute kennen nur Gutes über uns, obwohl wir logischerweise irgendjemandem auf die Füße getreten haben müssen, weil unsere Aktionen für die eine Fraktion müssen ja irgendwann mal die andere Fraktion ein bisschen erzürnt haben, oder? Vor allen Dingen, weil es zeitlich auch nicht passen würde. Na gut, und diese Welt? Fürst Silvel meinte, dass man sich um Bastian kümmern würde und dass ich mir darüber keine Sorgen mehr zu machen bräuchte. Und er deutete an, die Beamten des Königs wären gegenüber einigen von uns, die den Halix gedient hatten, misstrauisch. Ich muss gestehen, dass ich sein Gold nahm und schleunigst in meine Heimat zurückkehrte. Ja, das klingt nach einer Lüge, aber gut, das an seiner Stelle hätte ich da auch nicht weiter opponiert. Nun gut, Bastian, ich habe da einen kleinen Vorschlag für dich. Oh, mein kleiner Fürst. Es tut meinem Herzen wohl, euch als Mann zu sehen. Inaliert, ich erinnere mich an euch. Ist es wahr? Ich sollte zu meiner Schwester geschickt werden? Eure Mutter bestand darauf. Sie wollte, dass ihr bei eurer Familie seid. Ich weiß nicht, warum es nie dazu kam. Das ist ein Mysterium, das ich ergründen will. Erst muss ich mit meiner Freundin hier sprechen, aber ich habe so viele Fragen an euch. Ob sie gleich umkommt? Nun gut, Bastian? All diese Jahre dachte ich, meine Mutter hätte es vorgezogen zu sterben, als mit ihrer Schande zu leben. Selbst wenn das bedeutete, ein kleines Kind allein in der Welt zurückzulassen. Doch das war gar nicht so. Und die Schwester, von der ich dachte, sie wäre tot, ist noch am Leben? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das
dass du behindert scheiße im Recherchieren und Misstrauen bist? Also die ganze Story war von Anfang an schon total fishy und ich hätte schon lange mal nachgeguckt, was mit den einzelnen Aktoren passiert ist. Hätte eventuell sogar mal irgendwie den also vielleicht nicht Emmerich selber gefragt, aber halt seinen Hofstatthalter. Der wird ja wohl mal ein paar Infos raushauen können. Und mit ein bisschen Glück hättest du sofort jemanden an Briefkontakt gekriegt, der vielleicht an oder am besten selber hinlatschen und mal ein bisschen durchfragen. Ich meine, er ist immer noch ein ehemaliges Adelshaus, das wird ja wohl ein paar Türen öffnen, wenn man so Fragen stellen wird. Aber nein, er hat die Lügen einfach gefressen und hingenommen und den Behinderten der Welt jahrelang gedient. Und vor allen Dingen, weil das selbst die Prämisse, wenn das alles so weit gestimmt hätte. Ich glaube, ich bin zu rebellisch für so adligen Zeug. Oder man wird da wahrscheinlich auch eingeschmiedet, ne? Ist mir mal so aufgefallen, ich beurteile das mal gerne aus meiner Heidi-Teidi-Elfenbeinpalast-Dingens. Das Problem ist nämlich, dass ich hatte diese Diskussion neulich im Zusammenhang mit Ärzten. Also ich kenne da durch Zufall einige in meinem Umkreis und die Arbeitsbedingungen von Ärzten sind extrem scheiße. Ich meine, das wird auch okay bezahlt, kommt durchaus ein bisschen Geld bei rum, aber der Verlust an Freizeit ist eigentlich mit Geld nicht aufzuwiegen. Ist ja auch egal. Na, auf jeden Fall hatte ich dann mit einer Freundin gesprochen. So. Ja, entfernter Kontakt. Und die meinte halt so, naja, dass, erstmal, du kannst nicht einfach Leute sterben lassen. Also, die eine ist zum Beispiel Kinderärztin, das geht das richtig. Das, da hast du noch Kinder oben drauf, da bist du ja unmenschlich, wenn du sagst, naja, Jungs, 40 Stunden sind jetzt rum, für mehr habt ihr nicht bezahlt. Ich komme jetzt nicht mehr und jetzt ist leider erst Mittwoch, weil ihr musstet ja unbedingt jeden Tag komplett überbuchen und eure scheiß Helios-Geschichte ist mir egal. Auf jeden Fall, die meinte, naja, das wirst du ja reingearbeitet in die Position. Also mit dem Medizinstudium wirst du ja schon darauf vorbereitet und generell hast du ja noch irgendwie so Praktika. Dann wirst du schon darauf vorbereitet, unbezahlte Überstunden zu machen, den Arbeitszeitdiebstahl einfach hinzunehmen. Und genau das gleiche ist ja mit Bastel seiner Lage. Das klingt für mich jetzt vielleicht als hochnäsige Hochelfin, die sich schon immer ihren eigenen Weg durch die Welt gebraten hat, ist das vielleicht irgendwie. Ich denke, das ist vielleicht alles irgendwie ziemlich inakzeptabel, aber wenn du halt diesen Adelskreisen aufwächst und dir das immer eingebläut wird, dann sieht man das bestimmt irgendwie anders. Nun gut, was denkst du, Wallace Bastian? Ich fühle mich erleichtert, schätze ich. Und verwirrt. Es ist seltsam. Meine Mutter hatte für mich vorgesorgt? Ich wurde nicht einfach vergessen. Warum sollte Fürst Selvel ihre Wünsche missachten? War es einfach nur die Gier? Oder ist etwas anderes geschehen? Naja, warte mal, es ist ein kleinerer, unwichtiger Fürst. Hieß es, waren diese Welts, ne? Und von allem, was wir so gehört haben, sind diese Welts gar nicht mal so unrelevant. Wir müssen übrigens diesen Ehering, diesen Ring, den diese Welts da gerade vergeben haben, den würde ich gerne nochmal genauer angucken. Ich habe da nämlich einen Verdacht. Na gut, und Schwesterchen, wollen wir die nicht erstmal besuchen? Ich will sie natürlich treffen. Doch ich frage mich, ob sie vielleicht nichts mit unserer entehrten Familie zu tun haben wollte. Oder ob sie vielleicht kein Kind aufziehen wollte. Ich muss nachdenken. Ich will nicht einfach auf ihrer Schwelle stehen, wisst ihr? Nun gut, aber ihr wisst, dass ein Geschwindigkeit der einzige, wie es die anderen zukünftig. Ja, das ist vor allen Dingen, das ist doch scheißegal, wir tauchen da auf. Ich bin gefeierte Kriegsheldin. In allen Reichen. Diese Absurdigkeit dieser Person, die ich bin, wird mir halt gerade richtig bewusst, ne? An sich müsste ich doch bei allen Kriegsherren, Fürsten, Dingsbums bekannt genug sein, tatsächlich aufzutauen und sagen, moin, ich bin gerade auf der Durchreise, ich müsste mal eine Nacht übernachten. Und wenn die mich nicht mit Handkuss aufnehmen, stehe ich nächsten Tag bei Emmerich vor der Haustür und sage, moin Meister, ich war neulich bei Fürsten Laurent und, gut, Fürsten Laurent ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich war da auf jeden Fall und die haben mir die Tür von der Nase geschlagen. Was sagst du denn dazu? Ich meine, ist schon wieder alt vergessen? Emmy, wie schaut's denn aus? Muss ich erst meine gute Freundin Königin Eiren anrufen und ihr mal noch von den neuesten Militärexpansionen erzählen? Dann geht das vielleicht mal ein bisschen anders hier, Bursche. Okay, Drohnen ist vielleicht keine gute Idee, aber der Punkt steht. Ja, Schwester? Ja, meine Vergangenheit zu enträtseln ist schon so lange mein Traum. Doch ich muss zugeben, dass ich nie erwartet hätte, nun, so verunsichert zu sein, wenn ich kurz davor stehe, herauszufinden, wie ich dort gelandet bin, wo ich aufwuchs. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Hab Dank. Okay, Köster abschließen. Bastians Trank vor. Sie sind gleich für den Bastian, den können Sie gut gebrauchen. Ich habe über meine Schwester Clairene nachgedacht. Welchen Grund hatte Fürst Selvel denn, mir vor all diesen Jahren zu erzählen, sie wäre tot? Warum wurde ich nach dem Tod meiner Mutter nicht zu ihr gebracht? Ich glaube, es ist Zeit, dass ich ein paar Antworten bekomme. Ich kenne offensichtlich nur einen Teil der Geschichte.
Warte mal. Ach ja, das ist schon die neue Quest. Okay, ich habe genug Vertrautheit mit Basti, um das zu machen. Ich habe über meine Schwester... Ich gucke gerade auf die Zeit. Wir sind gerade bei 15 Minuten. Das ist irgendwie gerade schlecht. Ich werde mal einen guten Cut machen, dass beim nächsten Mal setzen wir das hier vor. Wow, Bastian. Wow. Jetzt habe ich die Dinger genommen. Ob ich die Dinger jetzt einfach vor Bastians Augen einfach an einen Ausguss gieße? Ich verkaufe die Dinger ja immer an diese dummen Tränke. Ich kann die überhaupt nicht gebrauchen, weil ich habe so viele von diesen dummen Kronentränken, die alle weg müssen. Was sind das hier eigentlich noch? Das sind so situationsabhängige Tränke, ne? Obwohl diese Goldküsten-Zauber-Elixiere wahrscheinlich für... Mit denen habe ich noch gar nicht rumgespielt, mit den Dingern. Die werden vielleicht eventuell noch was sowas gut, ne? Aber trotzdem ergibt mir irgendwelche Tränke. Macht mich ja schon so ein bisschen betroffen, ne? So, dann hat die noch was für das zu sagen? Ich mag nicht mehr so rüstig sein. Ich habe über meine Schwester... Wieder die Quest. Das sieht nicht mal stark an, dass es keinen Sinn hätte, jetzt zu Emmerich zu laufen, weil... Das findest du wirklich so cool, wie er gerade nochmal... wo sind wir überhaupt? Wie er gerade nochmal verfeinert hat, dass es sein Untergebener von Fürst Emmerich war. Fürst? König. Also, weil sonst hätte ich ja auch direkt... wenn meine nächste Haltestelle tatsächlich der Königspalast gewesen, ich hätte mal mit Emmy geredet und mal geschaut, was er von der ganzen Story hält. Gut, das heißt aber, ich muss mit Bastian keine Follower-Quests mehr machen, das ist ganz nice. Weil ich habe die von Miri nämlich heute zum Beispiel auch nicht mehr gemacht. Weil eigentlich, ich glaube, wenn du den Vertrauensbalken voll hast, kriegst du nochmal eine Sonderfähigkeit. Aber habe ich jetzt ja auch nicht so unendlich viel von. Ist der König in Wegesruhe? Wo genau sitzt der König eigentlich? Nicht in Wegesruhe, ne? Hier Kriegergilde? Das Gärtnerhaus? Wo sitzt dann der König, wenn ich in Wegesruhe? Ach ja. Tonendingsbums. Ein Wodka auf jeden Fall nicht. Sturzlauf? Schornhelm? Nee, Schornhelm war dieser. Das war das andere Ding. Genau, das war da, wo heute alles angefangen hat, Obsidian-Narbe. Glenumbra? Wenn denn ein Durchsturz, oder? Ich meine, das Ding heißt Durchsturzpakt. Ist hier. Bank? Was ist denn das hier? Würde in Helene der Angriff der Bäume? Ich glaube, ich muss nochmal nach. Ich muss nochmal Dings machen. Ich habe übrigens gehört, dass das hier sind jeweils beides Prolog-Quests, die ich halt immer noch nicht gemacht habe. Das lässt sich übrigens relativ leicht rauskriegen, ob es Prolog-Quests sind, oder? Weil du kannst doch in den... Das ist gerade ein bisschen Meta. Hier, Prologe. Ach genau, auf Messer und langen Schatten ist eine Prolog-Quest. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich die jetzt aufgebe, dass die nie wiederkommt. Aber die müsste ja nicht wiederkommen, oder? Südliches Elsweier. Ja, die Teppiche und die... Ach, das ist ein wiederholbarer Quest. Warte mal, dann werde ich die auf jeden Fall mal aufgeben. Das ist eine wiederholbare Quest. Ich wusste nicht, ich dachte, das ist eine Dingensbummel. Das ist eine Quest, die ich schon mal gemacht habe. Ist dann. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich... ich habe einen Couchstream-ISO mal gemacht, bevor ich wusste, dass es Cutwets Gold und Silber gibt. Und habe so den Anfang des Tutorials des Durchsturzpaktes gespielt. Nee, des Ebenerzpaktes. Und habe so ein paar erste Quests gemacht. Diese Quest habe ich damals gemacht. Ich jetzt raus. Statt der Uhrwerke, das ist auch eine wiederholbare, ne? Warum schleppe ich die nicht mit mir rum? Riten des Warteschrank. Die mache ich noch. Die ist sogar wiederholbar, das ist interessant. Meisterwerke. Jetzt sind wir das auch viel besser. Ruhm der Unerschrockenen. Warum ich die angenommen habe. So, okay, gut. Das sind doch meine Quests gleich wesentlich überschaubarer. Schön. Judy. Unabhängig davon sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir dann Bastians Quest weitermachen. Bis dahin. Ciao.